Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Gotti. Und wir liefern jetzt erstmal die Tagebücher von Tennis ab in Firestone. Da wo Claptrap ist und so. Aber erstmal würde ich dort gerne hinkommen. Deswegen gucke ich mal, ob wir uns da gleich ein Auto holen können. Und das mit dem Minenschlüssel machen wir auch noch, wenn wir das Level dafür erreicht haben. Bringt ja jetzt noch nichts. Der will nicht mit uns reden. Und dafür müssen wir dann dorthin. Fahr weiter, Bruder. Ja, fahr weiter, Bruder. Fahren wir denn auch richtig? Ja. Irgendwann kommen wir schon an, denn viele Wege führen nach Rom. Und genauso ist das hier auch. Hey. Hast du die Kammer noch nicht gefunden? Ey, blöd Mann. Ja, verdammt. Ach, wir sind Level Up. Ich würde die Kammer ja finden, wenn ich ein höheres Level hätte. Ja. Loser Zorn steigt in Dauer des Berserkers. Plus 50% Berserkerdauer. Nice. Ja. Was ist denn hier noch so schönes? Alles gut. Nice. Dann werden wir mal gucken. Minentorschlüssel würde ich gerne machen, aber ich glaube, die Waffen hatten wir da ja auch so fast alle. Nur die eine Blitzwaffe da nicht. Ich würde gerne noch weitere Nebenquests machen, um auf der sicheren Seite zu sein, weil Minentorschlüssel ist jetzt die gefunden. Die Minentorschlüssel ist jetzt zwar auf normal. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich denke, wir machen damit im nächsten Part dann weiter. Jetzt würde ich gerne nochmal irgendeins machen. Getötet, Mauli getötet. Würde ich gerne das nochmal machen. Wo muss ich dafür hin? Dahin. Okay, machen wir das und dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir da mal weiter mit dem Minentorschlüssel, was wir vor einigen Parts aufgegeben haben, weil wir da Level 12 oder so waren. Upsala, Verzeihung, hab meinen Führerschein im Lotto gewonnen. Musste verstehen. Könntest du mal nachgucken, ich hab da was auf der Windschutzscheibe hängen. Oh, ist doch nichts gewesen. Ja. Wem töten wir denn dann mal? Oh Gott. Besser einparken kann man gar nicht. Schlimmer geht immer. Mal gucken.
Sind wir hier jetzt richtig oder falsch? Ach ja, wir sind hier richtig. Wir müssen dahin. Mal gucken. Als meiner. Aber ich bin da auch gerade in der Hinsicht voll. Gucken, haben wir hier was zum Verkaufen? Ah, hier. Hinten haben wir was. Dann nehme ich das Schild gleich mit. Gut, dass ich das jetzt bemerkt habe, wo ich nochmal zurück kann. Wer braucht schon einen richtigen Arzt, wenn er meine Apparate mit ihren unheimlichen Nadeln hat? Ja. Verkaufen. Level 24. Level 22. Will ich nochmal behalten. Komm, die kann weg. Die kann weg. Ball die auch nochmal. Wobei. Kann weg. Davon. 28 können eigentlich auch beide weg. So. Perfekt. Kauf dir ein Erste-Hilfe-Kit. Dann kaufe ich das da, dann verkaufe ich das da und dann rüste ich das auch aus. Perfekt. Och, Mülleimer sind leer. Wo gibt's denn das? Schmeißen die hier alle auf den Boden oder was?
Jetzt müssen wir erstmal unseren Auftrag erfüllen. Und das machen wir auch noch in diesem Part, den Auftrag abgeben. Macht sie alle! Oh Gott. Nee, nein. Hau bloß ab. Da bist du ja. Alter. Mal gucken. Erstmal weg, erstmal zurückziehen. Leben wieder ein bisschen regenerieren. Komm, Granate, nice. Stopp! Geh drauf! Komm! Ey! Nein, 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 nein. Komm. Thank you.
Komm. Komm. Das kriegen wir doch hin. Erstmal fliehen. Alter. Nein. Alter. Komm, schon. Geh drauf. Komm. Geh drauf. Ja. Alter. Nein. Brauche Munition. Okay. Komm schon. Gib den Löffel ab. Ist ein Blitzvieh. Dagegen wird meine Blitzattacke auch nicht viel ausrichten können. Und jetzt. Alter. Komm, geh drauf. Willst du mal sterben langsam? Alter! Komm, 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 nachladen, nachladen, nachladen. Habe ich keine Granate? Keine Granate. Alter! 34 HP, 34 HP. Ah, 16 HP. Nein! Du erwischst mich heute nicht. Nicht. Na. Gott sei Dank. Komm, 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 komm. Noch nicht. Noch nicht. Jetzt. Komm. Alter. Nicht heute, nicht jetzt.
Du bist fast tot. Perfekt. Komm. Nein. Du bist fast tot. Ich werde mich da nicht fertig machen lassen. Nein. Oh Gott sei Dank. Den hätte ich nicht fertig gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Es war anstrengend, schwer und ich habe gezweifelt. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. 117, 117, 100. Ja, aber beide Schilder schwächer als mein jetziges. Dann werden wir das jetzt abliefern. Müssen wir erstmal dahin. Es war anstrengend, aber wir haben es immerhin geschafft. Und sind sogar fast Level up. Also, ich denke mal, wenn wir die Mission abgegeben haben, sind wir auch Level up. Boah. Das wollte ich gleich erstmal. Ich nehme ja im Voraus auf, wenn ich den Part beende, brauche ich erstmal eine 10 Minuten Pause, bevor ich weitermache. Hilfe. Einfach nur die Mission abgeben und den Part beenden. Einfach nur weg hier. Einfach nur weg. Da fällt mir ein, einfach nur weg, aber vorher verkaufe ich hier noch ein bisschen. Ich glaube, das war jetzt sogar besser. 208. Das auch. Was habe ich denn für ein Schild ausgerüstet? Ja.
So, dann haben wir sogar wieder ein bisschen Cash. Dann rüsten wir das mal eben aus. Hier gibt's Medikamente. Mal Verkauf, Ladegeschwindigkeit 3. Okay, um 4 Sekunden oder was weiß ich, was das ist, ja. Ist das zwar langsamer, aber hat mehr Kapazität, das genehmige ich sogar. Aber jetzt erstmal nichts wie weg hier, erstmal Hilfe. Das hätte trotzdem auf hart sein können. Ich glaube, schwer ist hier die schwerste Stufe. Hart ist hier noch davor und dann kommt normal. Normal, hart, schwer, auch wenn ich das nicht ganz so verstehe. Aber das hätte schon hart sein. Das war schon hart, also, dass die da normal hingeschrieben haben. War zwar vom Level her vielleicht normal, weil die waren Level 16, nicht 15, aber waffenverhältnismäßig. War das ganz schön hart und knapp. Und ich habe, wenn ich ehrlich bin, selbst gezweifelt, dass ich es schaffe. Beim ersten Anlauf. Gut, wir haben es geschafft. Das haben wir aber auch eher mein Ausweichen und nicht von Tal zu verdanken. Aber immerhin. Können wir jetzt beruhigt und mit Stolz sagen, wir haben Mö und Meili getötet. Oder Moe, oder ich denke mal, das ist Mö und Maisie. Haben wir getötet. Ja, und da können wir verdammt stolz drauf sein, weil die waren zwar nur ein Level über uns, aber verdammt hart. Einmal Feuer und Blitz und dann musste ich die auch immer von hinten angreifen, weil die vorne gepanzert waren. Also... selbst mit einer stärkeren Sniper hätte ich die Panzerung noch schwer durchbrechen können. Und mit dieser Sniper, die ich jetzt habe, habe ich die Panzerung vorne ja auch nicht durchbrechen können, so einfach. Ich tanze, ich tanze. Okay, was haben wir denn hier als Belohnung? 4-3. Her mit dem Schmerz! Oh, das ist aber nice. Kann ich das irgendwie ausrüsten? Habe ich das jetzt ausgerüstet? Hätte ich... Oh, das ist auf jeden Fall nice. Jetzt werden wir hier noch einmal eben anfangen zu skillen. Womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir gehen der Reihe nach, oder schlägt jetzt besser befinden das. Ja, gehen wir der Reihe nach. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich brauche eine kleine Pause und dann würde ich sagen, machen wir mal, versuchen wir mal, Minentorschlüssel da irgendwie hinzukommen. Jetzt ist unser Schild und Leben ja etwas besser bestückt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder.